Moin Moin und herzlich willkommen zur 30. Lesung des wundervollen deutschen Buches Herrscher des Bösen, mit nützliches Wissen über Herrschaftsstrukturen. Ja, ich nenne es ein deutsches Buch, weil es ins Deutsche übersetzt wurde. Ursprünglich ist es ein englisches Buch und meines Erachtens ein Buch, das ein Deutscher so niemals geschrieben hätte, was der Beweis dafür ist, dass Tapassorsi es in Englisch getan hat, weil die Deutschen andere Bücher schreiben. Aber diese Geschichte, nicht nur der amerikanischen Geschichte, sondern vor allen Dingen eine moderne Geschichte der Jesuiten hinzuschreiben, wie Tapassorsi das gemacht hat, mit den Enthüllungen, mit denen er uns heute im 17. Kapitel konfrontiert, das kann meines Erachtens nur ein Amerikaner so schreiben. Und glücklicherweise haben sich ein paar Deutsche gefunden, die dieses wunderbare Buch übersetzt haben. Und deswegen sind wir heute in der Lage, an der 30. Lesung teilzunehmen, auf Seite 163, wo wir ein Bild sehen von dem Erzbischof Nikolaus von Hontheim, der auch unter dem Namen Justinius Febronius lebte. Das ist das einleitende Bild für das 17. Kapitel, das heißt das perfekte Timing einer großen Rundreise. Ja, persönlich bin ich natürlich eigentlich ein Gegner davon, immer die deutsche Sprache zu anglisieren, also da englische Terme reinzunehmen, aber manchmal ist es schwierig, ein deutsches, passendes deutsches Wort dafür zu finden. Und Timing, naja gut, also man kann es nicht gerade deutsch nennen, aber es ist halt leichter, hier dieses englische Wort zu nehmen, anstatt ein deutsches Wort zu nehmen, was dann vielleicht den Geist nicht so ganz übersetzt. Aber es geht hier wirklich um also die perfekte Zeitrechnung, so könnte man Timing vielleicht übersetzen, also die perfekt in die Zeit inszenierte große Rundreise, die war perfekt terminiert, diese Reise, nennen wir es mal so. Also die perfekte Terminierung einer großen Rundreise. Es ist ein Kapitel, bei dem wir uns anschnallen müssen auf unserem Stuhl, das sage ich euch jetzt schon mal. Und deswegen fangen wir auch gleich ohne große Vorrede an. Unter den vielen britischen Reisenden, die Rom während des Kuschelkurses von Antichrist Papst Clemens XIV. Gegenüber England besuchten, befand sich Anfang der 1770er Jahre ein junges Mitglied einer alten Herrscherfamilie aus den Bezirken Dorset und Somerset namens Charles Philip Stourton. Ja? Die Baronie von Stourton ist laut Burke's Peerage die älteste erhaltene Baronie, die durch ein Briefpatent geschaffen wurde. Ein Briefpatent ist eine königliche Erteilung, also wieder mal ein Adelstitel, der durch eine königliche Erteilung hier gegeben wurde. Charles Philip war der Neffe der Herzöge von Norfolk. Wir erinnern uns an die Norfolks, Thomas und Edward Howard, für ihre bedeutenden Beiträge zur amerikanischen Unabhängigkeit. Thomas, Urheber der kolonialen Freimaurerei, und Edward, die Brücke von Lord Bute und der Zukunft von Georg III. Lord Bute und die Königsfreunde, wie wir uns erinnern. Gleichzeitig mit Charles Philip in Rom angekommen, war übrigens sein Professor am Jesuitencollege in der mittelalterlichen flämischen, das ist heute belgischen Stadt Brügge, John Carroll. Das Duo kam von einem großen Trip durch Europa, der im Sommer 1771 begonnen hatte. Von Brügge in Flandern aus reisten sie mit der Kutsche durch Elsass-Lothringen nach Straßburg, über den Rhein nach Baden-Baden, dann flussaufwärts nach Karlsruhe, Bruchsal, Heidelberg, Mannheim, Worms und Mainz. Ich hoffe, dass ihr die wichtige katholische Bedeutung der Städte Worms und Mainz auch versteht. Von Mainz aus machten sie einen kuriosen Abstecher nach Trier. Erzbischof Nikolaus von Hontheim von Trier. Ja, sie machten einen Abstecher nach Trier, zurück nach Mannheim, durch Schwaben nach Augsburg, dann nach München, Innsbruck, über die italienische Grenze nach Trient, entlang der Etsch nach Roveredo, Verona, Mantua, Modena und Bologna. Sie erreichten Rom im Herbst 1772.
In Rom ernannte der General der Jesuiten der Zeit, Lorenzo Ricci, John Carroll zum Präfekten der Sodalität. Dieser Titel bezeichnet laut der New Catholic Encyclopedia, also der neuen katholischen Enzyklopädie, Zitat, einen Hauptorganisator von Laien zur Förderung irgendeiner Form von sozialen Aktionen. Für die Förderung welcher sozialen Aktion, frage ich mich, hätte General Ricci Carroll ordinieren sollen, wenn nicht die amerikanische Revolution zu organisieren? Während John mit Lorenzo Ricci in Rom war, fädelte sein Cousin Charles Carroll, jetzt Mitte 30, in Maryland eine clevere Medienlist ein. Es steigerte seine Popularität enorm und etablierte ihn als ein Leittier von hohem Stellenwert. Im Januar 1773 griff ein Brief in der Maryland Gazette die Verwaltung von Robert Eden, dem Gouverneur von Maryland, an. Der Brief war mit dem Vermerk »Erster Bürger« unterschrieben. In einer darauffolgenden Gazette wurde der Angriff durch die eloquenten Argumente eines zweiten Bürgers zunichte gemacht. Aber im Februar bügelte der erste Bürger den zweiten Bürger nieder. Während das Duell der Schreiber bis in den Sommer andauerte, wurde der erste Bürger als Charles Carroll enthüllt, woraufhin der zweite Bürger Carroll verleumdete und ihn als entrechteten Katholiken betitelte. Plötzlich war Carroll in der öffentlichen Wahrnehmung nun ein Außenseiter, eine unterdrückte Minderheit, genau wie seine amerikanischen Mitstreiter in Bezug auf die britische Krone. Obwohl Charles ein schwerreicher Anwalt und Landbesitzer war, der an den besten Jesuitenschulen Europas ausgebildet wurde, brachte ihm das Volk nun Sympathie entgegen. Ja, man ist ja immer für den Underdog, ne? Sie verachteten den zweiten Bürger wegen seiner religiösen Intoleranz. Hallo 2019. Maryland und Amerika hatten jetzt einen neuen Helden. Einen herausragenden Verfechter der Religionsfreiheit, einen römisch-katholischen ersten Bürger, der sich für eine neue politische Ordnung einsetzte. Der unbeliebte zweite Bürger ließ den Status quo abstoßend und unerwünscht erscheinen, was natürlich seine Aufgabe bei der List war. Der zweite Bürger erwies sich als der anerkannte Leiter der amerikanischen Anwaltskammer, ein gewisser Herr Dolany. In der Zwischenzeit, mit dem Aufblühen des Frühlings, verließen Carroll und Stourton Rom in Richtung Florenz, Genua, Lyon, Paris, Lüttich und kamen nur wenige Wochen, bevor Ganganelli, Papst Clemens XIV., die Jesuiten offiziell abschaffte, wieder in Brügge an. Carroll führte ein Tagebuch über ihre Fahrt. Teilweise ein Studienführer für Charles Philipp, teilweise ein Reisebericht, ist es ein fragmentarisches und umsichtiges Dokument, wie es einst ein Historiker vorsichtig formuliert hatte. Hier und da findet man Bruchstücke informeller politischer Meinungen. Obwohl Carrolls Meinungen interessant sind, ist es seine Diskretion, die uns am meisten fasziniert. Es geht um das, was sein Tagebuch verschweigt, nicht um das, was drinsteht. Mit einem Schüler zu reisen, scheint auf den ersten Blick normal. Aber Charles Philip Stourton war kein gewöhnlicher Student. Er war Student der Kasuistik, der Zweideutigkeit und der Befreiungstheologie nach Bellarmin, die von den Fachleuten unterrichtet wurde, die sich geschworen hatten, den römischen Katholizismus zu verbreiten und den Protestantismus zu bekämpfen. Er war durch die spirituellen Exerzitien zum Gehorsam indoktriniert worden, gehörte Englands führender katholischer und freimaurerischer Familie an und war etwa im Alter von Alexander Hamilton, der bis dato anonyme revolutionäre Broschüren am King's College in New York herausgab. Carroll und Stourton waren nicht einfach nur auf einer Besichtigungsfahrt unterwegs. Sie hatten etwas Großes vor. Carrolls Tagebuch bezieht sich auf Treffen mit hochrangigen Beamten in Kirche und Staat, nennt aber keine konkreten Namen. In einem Brief an einen englischen Jesuitenkollegen vertraute er ihm an, Zitat, »Ich halte mich während dieser Zeit fast komplett inkognito.« Ich erinnere hier noch einmal an den Brief von
Carol Calvert, den wir gelesen hatten, als wir die Carol-Familie besser kennengelernt hatten, der sagte, dass die Carol-Familie, was die Gründung der Vereinigten Staaten angeht, unter dem Radar flogen. Die Ähnlichkeit dieser beiden Sätze kann ich mich nicht hier verhindern, noch einmal in euer Gedächtnis zurückzurufen. Trotz Carols Umsicht enthüllt seine Reiseroute einige wichtige Hinweise. Man bedenke den seltsamen Umweg nach Trier von der Route zwischen Mainz und Mannheim. Trier ist mehr als 200 Kilometer entfernt. Eine ziemlich lange Tagesreise, doch im 18. Jahrhundert, nicht wahr? Was könnte eine solche Abweichung rechtfertigen? 1763 erschien ein sehr umstrittenes Buch unter einem offensichtlichen Pseudonym, Justinius Febronius. Das Pseudonym gehörte Bischof Nikolaus von Hontheim, Rektor der Universität Trier. Zu Zeiten von John Carroll wurde die Universität Trier bereits seit mehr als einem Jahrhundert von, jawohl, Jesuiten geleitet. Das Buch, von dem es anscheinend keine veröffentlichte englische Übersetzung aus dem lateinischen Original gibt, hat den Titel »Über den Zustand der Kirche und die legitime Macht des römischen Papstes«. Ich habe da übrigens, glaube ich, auch ein Bild von, muss ich mal eben sehen, von Febronius oder wie ich das auch hier gespeichert habe. Hier ist einmal die Erklärung von Febrionianismus und hier ist eine größere Kopie, das was wir hier sehen, in Farbe dieses Buches. Ja. Der Kern des Buches deutet darauf hin, warum Carol Trier besuchen musste. Febronianismus, schwieriges Wort. Febronianismus ist die Philosophie von Hontheims Buch, enthält die Formel für die Verwaltung des protestantischen Amerika als bellarminisches Commonwealth, also mit anderen Worten, die Verwaltung Amerikas, des protestantischen Amerikas, als ein freies Reich. Aber wenn die römischen Katholiken von Freiheit sprechen, dann meinen sie nur die Freiheit von Gottes Gesetz. Und genau dazu wurde Amerika befreit. Genau dazu dient die Befreiungstheologie von Kardinal Bellarmin, der ja 16. bis Anfang des 17. Jahrhunderts lebte. Ja? Also, dieses Buch von dem Bischof von Trier, der Leiter der Universität oder Rektor der Universität ist, Nikolaus von Hontheim, dieses Buch enthält die Formel für die Verwaltung des protestantischen Amerika als bellarminisches Commonwealth. Der Febronianismus fordert die Dezentralisierung der römisch-katholischen Kirche in unabhängige nationale Kirchen nach dem Vorbild der Kirche von England. Da sie direkt von Königen und Fürsten regiert werden, werden diese Kirchen richtigerweise als Staaten bezeichnet. Der Papst mag Nachfolger von Petrus, dem Fürsten der Apostel, sein, aber unter dem Febronianismus hat er keine rechtliche Zuständigkeit. Er ist nur ein Symbol der Einheit, ein geistlicher Einiger, der verpflichtet ist, sich an die Dekrete der Generalräte unter der Führung von Bischöfen und ihren ordnungsgemäß erleuchteten Laien zu halten. Nun, hier haben wir ein klein wenig ein Problem mit der Übersetzung, da hier das Wort Staaten steht. Diese Kirchen werden richtigerweise als Cities bezeichnet. Und daher kommt der Name City oder Stadt auch im Englischen. Aber das ist ein, ich sag mal, ein Problem der Übersetzung hier. Das kann mal passieren. Aber das werden wir auch später noch besser verstehen. Entschuldigung. Entscheidend für die Anwendung des Febronianismus ist eine gründliche Volksbildung. Sobald Laien, Bischöfe und Räte ordnungsgemäß erleuchtet sind, werden sie befähigt sein, allen Versuchen des Papsttums zu widerstehen, die monarchische Kontrolle über die Kirche auszuüben.
Febronius betonte, dass sein System nur in einem Milieu der Volksaufklärung erfolgreich sein könne. Sein Kontext geht von einer Aufklärung aus, die bei der Öffentlichkeit natürlich mit der vollständigen humanistischen Lehre des jesuitischen Ratio Studiorums indoktriniert sein müsse. Sie kann nicht dort wirken, wo die Heilige Schrift vorherrscht, sondern wo das Lernen gegen das Lernen zugepasst wird. Sobald das Verständnis des Milieus, dessen Mentalität vom Generaloberen der Gesellschaft Jesu geprägt ist, wird es mit dem unbestreitbaren Gehorsam auf den Willen des Mannes antworten, dessen grundlegende Aufgabe die Ausweitung des römischen Katholizismus und die Austreibung des Protestantismus ist. So wird sich innerhalb der römisch-katholischen Kirche ein perfekter weltlicher politischer Staat entfalten, von daher hier die Bezeichnung Staat, so macht es im Deutschen nämlich dann Sinn, eine Autokratie, die von einem Monarchen regiert wird, der für alle außer den wenigen unsichtbar ist, die durch die Gnade Gottes nicht getäuscht werden können. Matthäus 24 sagt hier, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Ich glaube, die meisten meiner Zuschauer kennen Alberto Rivera, einen Jesuitenpriester, der dem Protestantismus sich zugewandt hat, der einmal sagte, dass es seine Aufgabe war, eben diese Auserwählten zu verführen. Ja? Dafür werden diese Leute ausgebildet. Und deswegen nochmal diesen Satz in diesem Sinn wiederholt. So wird sich innerhalb der römisch-katholischen Kirche ein perfekter weltlicher politischer Staat entfalten, eine Autokratie, die von einem Monarchen regiert wird, und wir sprechen hier natürlich von dem General der Jesuiten, der für alle außer den wenigen unsichtbar ist, die durch die Gnade Gottes nicht getäuscht werden können. Mit anderen Worten, wenn wir diese Dinge verstehen, die hier in diesem Buch geschrieben sind, auch aufgrund dessen, weil wir die Bibel studieren, dann ist es, weil Gott uns davor beschützt hat, dass wir dieser Verführung nicht verfallen, dass wir dieser Täuschung nicht verfallen, dass wir hier die Wahrheit durch die Lüge erkennen können, weil und nur weil wir fest im Wort der Bibel stehen. Der Febronianismus war die geheime Formel für die Rückkehr der nicht-katholischen Welt in den Schoß der Kirche. Also alles, was nicht-katholisch ist, muss zurückkommen, also Protestanten. Ja? Dafür haben wir ja heute immer noch die ökumenische Bewegung, die ja mehr oder weniger abgeschlossen war mit dem Zweiten Konzil, dem Zweiten Vatikanischen Konzil in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts. Ja? Alles zurück unter die Fittiche von Rom. Der Febronianismus war die geheime Formel für die Rückkehr der nicht-katholischen Welt, aber der sogenannten, zwischen Anführungszeichen, christlichen Welt, in den Schoß der einzig selig machenden und errettenden Kirche der römisch-katholischen. Um diese Tatsache zu verschleiern, verurteilte der Vatikan das Buch scharf. Naja, das ist natürlich die berühmte Hegelsche Dialektik hier auch wieder, ne? Dass man eben beide Seiten kontrolliert. Und wenn der Vatikan eine Sache scharf verurteilt oder sogar verbietet, ja, desto mehr, dass die Leute darauf springen, ne? Und dafür sind. Der jesuitisch geprägte Antichrist Clemens der 13. hat es sogar an Hochschulen und Universitäten verboten. In einem eher malerischen Beispiel eines akademischen Blown Cover as Cover, also eine Deckung für eine andere Deckung aufgeben, Schachzug, verbot Bischof von Hontheim, von dem nur wenige bemerkten, dass er selbst Febronius war, es sogar aus seinen eigenen Klassen an der Universität. Im Buch über den Zustand der Kirche und die legitime Macht des römischen Papstes finden wir wohl Lorenzo Riccis amerikanisches Manifest. Die soziale Blaupause dafür,
wie der General die bellarminische Befreiung in einer protestantischen Monarchie realisieren wollte. Die vollständige Titelseite der Erstausgabe des Buches sagt alles. Ne? Also wenn wir das alles lesen, was hier steht in Latein, dann heißt es übersetzt ins Deutsche, über den Status der Kirche oder Zustand der Kirche, ne? Statu Ecclesia, und die legitime Macht des römischen Papstes. Ein einzigartiges Buch, das über die ordnungsgemäße Wiedervereinigung mit Dissidenten in der christlichen Religion handelt. Genau das steht hier in Latein auf der Deckseite, dem Titelblatt. Hier sieht man eine Beschreibung des bedeutsamen sozialen Wandels, den die amerikanische Revolution tatsächlich hervorgebracht hat. Weder monarchischer Sturz, noch Demokratie, noch Republikanismus, sondern eine geordnete Wiedervereinigung mit Dissidenten der christlichen Religion. Das heißt, die Wiedervereinigung der römischen Katholiken mit Protestanten unter einer säkularisierten Religion, deren Werte vielmehr auf dem Humanismus und kaum noch auf der Heiligen Schrift basieren, streng nach dem jesuitischen Lernen gegen das Lernen Ratio Studiorum Prinzip, das durch öffentliche Schulen überall verbreitet wird. Wiedervereinigung bedeutet, dass der Protestantismus sich in Rom wieder einzugliedern hat. Dies entspricht in den Augen des schwarzen Papsttums, des Geistes von Sun Tzu und auch dem gesunden Menschenverstand der praktischen Ausrottung des Protestantismus. Die Wiedervereinigung von Deutschland, wo inzwischen Ostdeutschland mehr oder weniger atheistisch war durch 40 Jahre kommunistische Herrschaft, mit dem damals noch im Norden, doch zumindest vielleicht noch relativ protestantischem Deutschland, kriegt jetzt das Wort Wiedervereinigung für die Deutschen vielleicht auch mal eine andere Bedeutung, wenn man das in diesem Lichte sieht. Obwohl Bischof von Hontheim in Trier lebte, war er Erzbischof von Mainz. Seine Zuständigkeit erstreckte sich auf das Mainzer Land Hessen-Hannover. Von Hontheim war also das spirituelle Gegenstück zum Herrscher von Hessen-Hannover, Friedrich II., nicht zu verwechseln mit dem König von Preußen, Friedrich dem Großen, der den gleichen Namen trug. Friedrich II. Von Hessen war mit der Tante des Königs von England verheiratet, was ihn zum Onkel von Georg III. Machte, der, ja, wie wir wissen, geistig ein wenig hinterblieben war und aus der Regierungsmacht durch die Freunde des Königs mehr oder weniger gesetzt wurde. Als Protestant geboren, schloss er sich dem Rosenkreuzer-Ableger der Freimaurerei an. Also, als Protestant geboren, will er sich nicht dem römischen Katholizismus unterordnen, schließt sich der Freimaurerei an und begreift nicht, dass die Freimaurerei der protestantische Arm der Jesuiten ist. Obwohl die Jesuiten ihn zum römischen Katholik konvertierten, blieb er heimlich ein aktiver Rosenkreuzer. Friedrich von Hessen war einer der reichsten Herrscher Europas. Ein Großteil seines Geschäfts wurde von seinem Sohn Prinz Wilhelm verwaltet, der ebenfalls ein Rosenkreuzer Freimaurer war. Wilhelms Spezialität war es, mit Krieg Geld zu verdienen. Er rekrutierte kräftige männliche Hessen, rüstete sie aus, trainierte sie für den Kampf und vermietete sie dann an seinen englischen Cousin George, der sie neben seinen eigenen Rotröcken in den Kampf schickte. Also Söldner. Jedes Mal, wenn ein Hesse getötet wurde, erhielt Wilhelm eine Zahlung in Form einer Entschädigung. Mit den steigenden Verlusten unter seinen Truppen stiegen auch seine Gewinne, die er gegen Zinsen weiterverlieh. Im September 1769 beauftragte William I. von Hessen-Kassel Meyer Amschel Rothschild aus dem nahen Frankfurt mit der Abwicklung einiger seiner finanziellen Angelegenheiten als Makler. Mir war bewusst, dass die Rothschilds eine enorm wichtige jüdische Familie sind, und so habe ich sie in der Enzyklopädie Judaica nachgeschlagen und herausgefunden, dass sie den Titel Wächter der Vatikanischen Schatzkammer tragen. Es ist eine etwas seltsame Fortsetzung des Versuchs, einen katholischen Konkurrenten für die Rothschilds zu gründen, da letztere die Wächter des päpstlichen Schatzes sind.
Hier gibt es zwei Links, die man folgen kann. Und wir machen mal eben einen davon auf. Und dann werden wir uns das anschauen. Jetzt live, original im Internet. Dies ist die Webseite aus der jewishencyclopedia.com. Kann jeder ganz deutlich sehen. Hier ein Bild der Judengasse in Frankfurt. Das ist ein Artikel über die Rothschilds. Und wenn wir runterscrollen, dann bekommen wir da auf einmal den Rothschild zu sehen. A Pillar of the Exchange, ja? Also eine Säule, ein Pfeiler des Handels, des Wechselhandels. Und hier steht genau der Satz, den wir gerade eben ins Deutsche übersetzt haben. It is a somewhat curious sequel to the attempt to set up a Catholic competitor to the Rothschilds, that at the present time the latter, the Rothschilds, are the guardians of the papal treasure. Nun, ich persönlich fand es damals unglaublich wichtig, als ich dieses Buch zum ersten Mal gelesen hatte, um diese Entdeckung zu machen, um die Verbindung zwischen den Rothschilds und dem Vatikan zu sehen. Und ich fand es wunderbar, dass Tapas Sorcy sich die Aufgabe gesetzt hat, das eben in der jüdischen Enzyklopädie nachzuschlagen, wo er ja auch das Buch in den 90er Jahren geschrieben hat, Zugang zum Internet hatte. Aber wisst ihr, die einzige Wahrheit, die man 100% glauben kann, ist die Wahrheit, die man selber rausfindet, nicht wahr? Die man, wo man weiß, da habe ich selbst nachgesucht. Das habe ich selbst gefunden. Es ist eine Sache, hier das Buch von Tapas Sorcy zu nehmen und darüber zu lesen, dass er das in der Enzyklopädie gefunden hat. Es ist eine andere Sache, diese Enzyklopädie selbst in die Hand zu nehmen und zu suchen. Nun, zu der Zeit, als ich das gesucht hatte, das ist jetzt ungefähr, wir sind heute 2019, das ist jetzt ungefähr 3 Jahre her, zwischen 2 und 3 Jahren, war ich noch computermäßig so ungebildet, dass ich die Funktion auf einer Webseite Ctrl F nicht kannte, dass man hier eine Suchfunktion hat und dann innerhalb eines Artikels mit ein paar Stichworten, wenn das die korrekten Stichworte sind, den Artikel lesen kann. Hätte ich hier zum Beispiel Papal oder Treasure oder was eingegeben, dann hätte ich das hier ja gefunden. Ich kannte diese Funktion aber noch nicht. Ich habe mich einen Abend mit Tom Fress zusammengesetzt. Wir hatten ein Gespräch gehabt und wir hatten gesagt, Jung, wollen wir doch mal eben gucken, weil Tom Fress hat Tapas Sorcys Buch ja auch gelesen in Englisch auf First Amendment Radio, ich glaube im Jahr 2009 oder 2010, ich weiß es nicht mehr genau, irgendwo in der Zeit. Und er meinte auch, er hätte das ja auch gelesen. Ich habe gesagt, lass uns dann noch mal eben gemeinsam auf die Suche gehen. Und er kannte die Suchfunktion auch nicht. Also haben wir uns die jüdische Enzyklopädie aufgemacht. Genau das, was ihr hier seht, diese Seite. Jewish Encyclopedia, Articles, Rothschild. Das ist nicht nur diese Seite hier. Ihr seht ja, wenn ich jetzt hier runterscrolle, das ist noch eine viel, viel längere Seite. Das ist nur eine von vielen Seiten über die Rothschilds. Es gibt hier also viel, viel, viel Seiten. Und wir haben über 2 Stunden gebraucht den Abend, bevor wir das hier gefunden haben. Und ich muss eingestehen, Tom hat mich darauf gewiesen, er hatte es gefunden vor mir. Aber wir haben 2 Stunden diese Seite durchsucht, bis wir endlich diesen Teil gefunden haben. Und wir waren beide so zufriedengestellt, dass wir jetzt selber es in der jüdischen Enzyklopädie gesehen haben. Wie gesagt, es ist ein Unterschied, ob man hier das Buch Herrscher des Bösen liest und ein Autor schreibt das, oder aber man findet das selber. Ich fand es unglaublich wichtig, das eben selbst finden zu können. Ja, und von daher auch heute noch mein Dank an Tom Fress, dass wir das damals zusammen gesucht hatten. Und jetzt möchte ich noch mal eben ein paar Bilder raussuchen, weil das wird noch interessant, was ich da mir an Bildern zusammengetragen habe. Hier habe ich dann natürlich einmal die Webseite. Nee, jetzt verschiebt sich das wieder. Hier habe ich dann die Webseite einmal rauskopiert. Seht ihr, das ist das, was wir gerade eben gefunden haben, wo genau dieser Satz drin steht, den wir hier in Herrschen des Bösen eben auch drin haben. Und dann gibt es noch ein paar andere Bilder und dann zum Beispiel dieses hier, ein sehr interessantes Bild, das wir uns jetzt eben für den nächsten Teil der Lesung mal anschauen wollen. Das ist Amschel Mayer Rothschild mit dem Kreuz,
des Freimaurerordens, also des Masonic, des masonischen Ordens, der St. John Knights of Malta. Also die Ritter von Malta haben ja einen sehr langen Titel, der ist länger als nur Malteserritter. Da will ich jetzt auch nicht drauf eingehen, aber er trägt hier halt das Kreuz davon und das ist ein anderes päpstliches Kreuz und Stern und das auch. Da gleich mehr drüber. Aber jetzt lesen wir hier erstmal eben weiter. Also, im Zusammenhang noch einmal. Tapasorsi war bewusst, dass die Rothschilds eine enorm wichtige jüdische Familie sind. Und so hat er sie in der Enzyklopädie Judaica nachgeschlagen und herausgefunden, dass sie den Titel Wächter der Vatikanischen Schatzkammer tragen. Lassen wir den Satz hier mal eben fallen, der ist im Zusammenhang mit dem Satz auf der Enzyklopädie wichtig, aber wir fahren hier fort. Die Vatikanische Schatzkammer enthält natürlich den kaiserlichen Reichtum Roms. Wie Rom sich den kaiserlichen Reichtum einverleibt hat, das haben wir gerade eben in der Lesung hier vor, wo wir die sechste Lesung hatten von Das Doppelgesicht des Papsttums ein wenig gelernt, über den Aufstieg der weltlichen Macht des Papsttums zwischen dem 6. und 11. Jahrhundert. Ja, und eben dieser Schatz wird von den Rothschilds verwaltet. Der kaiserliche Reichtum wuchs mit dem Verhältnis zu seinen Siegen im Krieg. Ja, und die Hessen haben ja für den Krieg eben Söldner gestellt. Wie die notwendiger als die Kirche für den Sieben Krieg. Wie die Jesuitenbevollmächtigung Regimini Militantes Ecclesiae andeutet, ne, das heißt also die Kirche im Krieg, ist die Kirche im Krieg notwendiger als die Kirche im Frieden. Laut H. Russell Robinsons illustriertem Buch Rüstung des kaiserlichen Roms schützten sich kaiserliche Soldaten im Kampf mit rot lackierten Schildern. Kaiserliche Soldaten, meine lieben Brüder und Schwestern, wir sprechen hier von dem römischen Kaiserreich, dem heidnischen römischen Kaiserreich vor dem 4. Jahrhundert. Ja, das muss eben deutlich sein. Unter anderem die Soldaten Konstantins. Im 4. Jahrhundert noch, schützten sich im Kampf mit rot lackierten Schilden. Da der Soldat die wertvollste Ressource des Staates ist, und das Konzil von Trient hat dies indirekt damit zugegeben, indem es die Jesuiten allen anderen Orden vorzog, da also der Soldat die wertvollste Ressource des Staates ist, ist es leicht zu verstehen, warum das rote Schild mit dem Überleben der Kirche identifiziert wurde. Daher gab sich die Familie den Namen Rothschild oder Rothschild in Englisch, zu Deutsch rotes Schild. Ursprünglich hieß die Familie nämlich Bauer. Die Ernennung der Rothschilds zu ihren Schatzmeistern gab dem schwarzen Papsttum absolute finanzielle Privatsphäre und Geheimhaltung. Wer würde jemals bei einer Familie orthodoxer Juden nach dem Schlüssel zum Reichtum der römisch-katholischen Kirche suchen? Ich glaube, diese Ernennung erklärt auch, warum das Haus Rothschild dafür bekannt ist, Nationen zu finanzieren, um in den Krieg zu ziehen. Wenn ihr also diese ganzen Bücher lest über Wall Street finanzierte Hitler, das kann ja alles ganz schön sein. Aber da muss man hinterschauen. Man muss sehen, wer die Finanziers sind. Und ich nehme es noch mal ein bisschen vorweg. 1913, die Gründung der Federal Reserve Bank in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Jesuiten hatten vorher schon eine amerikanische Nationalbank. Und zwar mindestens zwei, wenn nicht mehr. John Adams, ein ehemaliger Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, hat auf seinem Grabstein stehen: I killed the bank. Welche Bank hat er denn getötet? Die Staatsbank, die Nationalbank, die Jesuiten, die papistisch kontrollierte Nationalbank der Vereinigten Staaten von Amerika hat er getötet. Und die Jesuiten wussten, sie mussten eine Institution aufrichten, um unlimitiert Geld zu produzieren für die Eroberungszüge des 20. Jahrhunderts, Eroberungszüge des Papstes, wofür er die Amerikaner einfach eingesetzt hat. Leute, die immer sagen, von, oh, die Amerikaner sind die Polizei der Welt. Ja, aber im Auftrag des Papstes.
Und die brauchen eine Finanzierung, die unerschöpflich ist. Und dazu mussten sie die Federal Reserve Bank errichten. Es gibt ein sehr interessantes Video auf meinem Zweitkanal aus einer Lesung von Bill Hughes, dem Autor des Buches The Enemy Unmasked und The Secret Terrorists, also der Feind demaskiert, und des Buches Der geheime Terrorist. Ein Buch, was er 2000, ich weiß nicht, 2004 oder 5 oder sowas geschrieben hat in der Zeit. Und da gibt es ein Kapitel, ich glaube, es ist Kapitel 5, das geht um das Sinken der Titanic. Und man hat natürlich zwei Möglichkeiten, wenn man sich über die Titanic informieren will. Man kann entweder ins Kino gehen und kann sich diesen Monumentalschinken angucken, da mit diesen berühmten Schauspielern, da, ich weiß nicht, der eine da mit deutscher Abstammung und Kate, was war die, Blanchett oder wie die alte heißt da, keine Ahnung. Und kann sich dieses Epos angucken, man kann sich da die Titanic angucken oder man kann sich die Vorlesung von Bill Hughes angucken, wo nicht viele Bilder drin sind, aber wo ganz deutlich draus wird, aus den paar Bildern, die da drin sind und dem einen eingespielten Film, glaube ich, auch darin, dass der Captain Smith, der Kapitän der Titanic war, ein Jesuiten-Koadjutator war und dass der höchste jesuitische Priester Irlands auf der ursprünglichen Fahrt der Titanic mit bei war. Weil die Titanic ist ja ins Southampton losgefahren, hat dann nochmal irgendwo angelegt, Zwischenstopp gemacht. Und da ist der Pater weggegangen. Der Pater hieß Brown. Und der hat natürlich dann den Jesuiten-Koadjutator Smith, der über 20 Jahre lang erfahrener Kapitän der Weltmeere war, instruiert, wie die Titanic zu versenken ist, weil auf der Titanic unter anderem Leute waren wie Astor und ich komme jetzt nicht auf all die Namen, aber ihr könnt ja gerne die Dokumentation euch angucken. Strauss, Isidor Strauss, Astor und noch ein anderer. Und diese Leute, das waren die reichsten Amerikaner zu der Zeit, Anfang des 20. Jahrhunderts, und die waren gegen die Errichtung einer Federal Reserve Bank. Und deswegen mussten die aus dem Weg geräumt werden. Und die White Star Linie, die Titanic und ihr Schwesterschiff Olympia gebaut hatten, war Eigentum von JP Morgan. Und JP Morgan ist auch nichts anderes als ein Agent der Rothschilds. Genau wie Rockefeller und so weiter und so weiter. Also es ist eine unglaublich interessante Geschichte, sich da mal mit rein zu vertiefen, sich das anzuhören, anzusehen und ein wenig darin zu lernen. Der wichtige Punkt, den wir hier eben haben, es geht darum, Kriege zu finanzieren, weil die Kirche im Krieg Fortschritte macht. Die Agenda der Kirche, der römisch-katholischen Kirche, der Synagoge Satans, wird nur erfüllt im Krieg. Im Frieden steht die Uhr still, weil dann passiert ja nichts. Friede, Freude, Eierkuchen, alle sind glücklich und entwickeln sich wunderbar. Da hat die Kirche aber keinen Vorausgang mit. Die Kirche hat nur Vorausgang damit, wenn sie ihre Feinde gegeneinander aufhetzt. Und das hat sie in verschiedenen Kriegen getan. All durch die Jahrhunderte, wo die Jesuiten die Kriege in Europa inszeniert haben und natürlich ganz besonders mit Beginn des Ersten Weltkrieges, weil der Erste Weltkrieg und der Zweite Weltkrieg sind nicht zwei verschiedene Kriege. Sie sind mit einem 20-jährigen Waffenstillstand, mit einer 20-jährigen Waffenstillstandsphase ein und derselbe Krieg. Und da der Zweite Weltkrieg bis heute noch nicht abgeschlossen ist, weil es keinen weltumspannenden Friedensvertrag gibt und Nationen wie Japan und Deutschland immer noch Feindnationen in den Vereinigten Nationen Statuten sind, dauert der Krieg immer noch an. Also wenn immer jemand auf den Dritten Weltkrieg wartet, dann sollte man erstmal warten darauf, dass der Zweite vorbei ist. Es ist nur, dass die Waffenhandlungen im Augenblick ausgesetzt sind. Wenn die wieder aufgenommen werden, dann können viele das auch gerne den Dritten Weltkrieg nennen. Weil der Erste wird ja in der späteren Phase nach dem Waffenstillstand auch der Zweite Weltkrieg genannt. Genauso wird der Dritte Weltkrieg auch kommen. Und der wird nur kommen, weil es darum geht, die Agenda der römisch-katholischen Kirche voranzutreiben. Wenn wir uns an die Großvateruhr erinnern, dann wissen wir, dass das Pendel, das von rechts nach links schwingt, ja selber sich nie verändert, sondern es schwingt nur von rechts nach links und zurück.
Aber was sich verändert, das ist der Zeiger auf der Uhr. Und der Zeiger auf der Uhr ist das Voranschreiten der Agenda des Antichristen, mit anderen Worten der Agenda des Teufels. Und wer kennt nicht den Ausdruck, es ist 5:12? Der Teufel weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Und deswegen braucht er Krieg und Vernichtung und Chaos, um seine Agenda vorzutreiben. Und dazu gebraucht er Krieg. Und dazu gebraucht er einen kriegerischen Orden. Hegemony Militantis Ecclesia. Es ist faszinierend, dass die Söhne von Meyer Rothschild in das Familienunternehmen hineingewachsen sind und die Firma den Namen Meyer, Amschel, Rothschild und Söhne geändert haben, ne? Von Bauer. Was uns die Abkürzung M-A-R-S beschert. M, Meyer, A, Amschel, R, Rothschild, S, Söhne. Ist Mars nicht der römische Kriegsgott, dessen himmlische Manifestation der rote Planet ist? Das ergibt wiederum eine mächtige Symbolik in der Kabbala. Und es gibt kaum einen Hektar bewohnbare Erde, der nicht in irgendeiner Weise davon betroffen wäre. Es gibt in diesem Antichristensystem keinen materiellen Fleck, auf dem ich dem Antichristen entkommen kann. Es gibt also auch keine materielle Lösung irgendwelcher Probleme. Es gibt nur eine geistige Lösung. Es gibt auch nur einen geistigen Krieg, den ich führen und gewinnen kann mit geistigen Waffen. Epheser Kapitel 6, Verse 10 bis 18. Dieser kleine Abschnitt über die Rothschilds, der hat mich damals verstehen lassen, warum dieses Buch so unglaublich wichtig ist. Und wenn man heute im Internet surft, glaube ich, wird man oftmals feststellen, dass das Buch Herrscher des Bösen oder Rulers of Evil, wie es im Englischen ja heißt, im Preis unglaublich angezogen ist. Ich hatte letztens nochmal geguckt, schaue mir hier auf Boll.com, das ist ja eine Firma, die das hier in Europa verkauft, da sagen sie, das gibt es überhaupt nicht. Also nicht verfügbar im Moment. Auf Amazon kann man es kaufen, aber der Preis ist demnach. Auch das geht ja noch. 73,63 Euro. Ich habe schon Preise gesehen von über 200 Dollar. Nur mal eben dazu. Mal eben gucken, ob es noch irgendwo andere Links dazu gibt. Das ist alles Videolinks hier zu meinen Lesungen wahrscheinlich. Also 74 Dollar haben wir jetzt gesehen, dann ist es im Augenblick wieder günstiger geworden. Ich habe bereits Preise gesehen, die 200 Dollar überschritten haben. Das Buch ist ganz schön teuer. Ja. Also, dies ergibt wiederum eine mächtige Symbolik in der Kabbala und es gibt kaum einen Hektar bewohnbare Erde, nicht in irgendeiner Weise davon betroffen wäre, der also nicht in irgendeiner Weise vom Antichristen regiert und kontrolliert ist. Es wird vielleicht nie bekannt werden, ob John Carroll und Charles Philip Stoughton während ihrer großen Fahrt ein Treffen in den Büros Meyer Rothschild abhielten. Carroll war es nicht gestattet, Aufzeichnungen zu führen, und der Name Rothschild ist Synonym für Geheimhaltung. Aber ein Treffen, abgehalten im Haus Rothschild von jemandem, der sich inkognito verhält, wäre nicht unvereinbar mit dem Ergebnis. Der neu geschaffene Posten, Präfekt der Sodalität, Hauptorganisator von Laien für soziale Aktionen, hätte ein legitimes Interesse, mit dem geheimsten Treuhänder der Kirche über deren Finanzen zu sprechen. Während sich die Dinge entwickelten, brauchte General Ricci eine amerikanische Finanzkrise, um die Menschen in den Kolonien dazu zu bringen, die absolute Notwendigkeit des Krieges zu erkennen. Carrolls Tagebuch zeigt, dass er und Stoughton im Jahre 1772 in den Raum Frankfurt-Mainz, das Rothschild-Land, gereist sind. Wenn wir annehmen, dass sie mit den Rothschilds über die Finanzkrise gesprochen haben,
dann ist das Ergebnis ihrer Gespräche tatsächlich einige Monate später eingetreten. Im Juli durchlief das britische Bankensystem sogar eine starke Herabstufung der Kredite. Dies führte dazu, dass amerikanische Kaufleute in eine extreme finanzielle Notlage gerieten, die erst mit dem Revolutionskrieg selbst, der 1776 zu einem Geschäftsboom führte, endete. Ja? Im Krieg lebt das Geschäft auf. Zumindest dann, wenn der Krieg nicht auf eigenem Boden gekämpft wird. Ne? Das Haus Rothschild mit seinem Zugang zum riesigen Reichtum Hessens und Hannover und möglicherweise auch der Reichtümer der Jesuiten hatte die Macht, eine Kreditreduktion im britischen Bankwesen zu bewirken. Und Rothschilds Profit aus dem Revolutionskrieg ist bekannt. Wenn unser umsichtiger junger Jesuitenprofessor John Carroll im Frühjahr 1772 an das mächtige jüdische Bankenhaus, das die Schätze des Vatikans verwaltet, herantritt, um die von Lorenzo Riccis benötigte Finanzkrise in England und Amerika auszulösen, hat dann John Carroll nicht seinem Generaloberen, seiner Kirche und seinem Land bemerkenswert gedient? Und hat das Haus Rothschild nicht auf gleiche Weise seinem Klienten gedient? Während Carroll und Stourton sich nach meiner Vermutung mit Ricky und den Kriegsbankiers vernetzten, wurde Eliots Sun Tzu veröffentlicht. Carrolls Umsicht und Diskretion hindert uns daran, jemals wirklich genau wissen zu können, ob er und Stourton auf eine Kopie gestoßen sind und sie gelesen haben. Kannte Rothschild das Buch von Amiot von Sun Tzu über die 13 Artikel des Krieges? Selbst wenn sie es gut kannten, konnten die Erfahrungen der Ergebnisse dieses Wissens unmöglich das gleiche ironische Abenteuer für sie sein, das es für uns alle geworden ist. Wir öffnen die 13 Artikel und hören die sanfte Stimme des Mannes, der für das wichtigste Geschäft des Papsttums verantwortlich ist. Den Mann, der alles entschieden hat, der gerade dabei war, selbst von gefährlichsten und kritischsten Umständen zu profitieren, dessen Absichten nicht zu erraten waren, dessen Entscheidungen sowohl seine eigene Armee als auch die Armeen seiner englischsprachigen protestantischen Feinde prägten, der Mann, der sich durch Klugheit und List bereits den Gehorsam seiner Feinde in London, Boston, Paris und Philadelphia gesichert hatte, obwohl sie glaubten, dass er und seine Armee weit, weit weg seien und unter den anhaltenden finanziellen Verlusten zusammenbrachen. Der Mann, der den wichtigsten Krieg der Neuzeit gewinnen sollte, ohne zu kämpfen oder selbst ein Schwert zu ziehen, als der den Tag, die Stunde, den Moment des kampflosen, schwertlosen Kampfes kannte. Lorenzo Riccis Stimme flüstert uns im Lauf der Jahrhunderte zwischen den Zeilen in Passagen wie diesen zu. Das wichtigste Geschäft eines Staates ist seine Armee. Es ist der General, der alles entscheidet. Wenn er klug ist, wird er auch von den gefährlichsten und kritischsten Umständen profitieren. Er wird wissen, wie man nach Belieben formt, nicht nur die Armee, die er befiehlt, sondern auch die seiner Feinde. Versuche, siegreich zu sein, ohne zu kämpfen. Ohne zu kämpfen, ohne einen Tropfen Blut zu vergießen, ohne auch nur ein Schwert zu ziehen, gelingt es dem klugen General, ganze Städte einzunehmen. Ohne einen Fuß in ein fremdes Königreich zu setzen, findet er die Mittel, sie zu erobern. Er handelt so, dass diejenigen, die ihm unterlegen sind, seine Absicht niemals erraten können. Er lässt sie den Standort wechseln und bringt sie sogar an ziemlich unwirkliche Orte, wo sie arbeiten und leiden müssen. Er verachtet nicht den Gebrauch von Kunstgriffen. Er beginnt damit, alles zu lernen, was es über seine Feinde zu wissen gibt. Er weiß genau, welche Beziehungen sie untereinander haben, ihre gegenseitigen Verbindungen und ihre gegenseitigen Interessen. Er spart nicht an Geld, um überall Spione zu haben, um über alles informiert zu sein.
lasse keine Gelegenheit aus, um das Beste auf der feindlichen Seite durch Angebote, Geschenke, Streicheleinheiten zu verderben. Lasse nichts aus. Pflege geheime Verbindungen zu denjenigen unter deinen Feinden, die am verdorbensten sind. Benutze sie für deine eigenen Zwecke, zusammen mit anderen verkommenen Individuen. Durchkreuze ihre Regierung, sähe Meinungsverschiedenheiten unter ihren Anführern. Gib ihnen unaufhörlich falsche Informationen und schlechte Ratschläge. Beauftrage die Gouverneure in ihren Provinzen, in deinem eigenen Interesse zu handeln. Das ist ungefähr das, was du tun musst, wenn du sie durch Geschicklichkeit und List täuschen willst. Wenn ein kluger General in Aktion tritt, ist der Feind bereits geschlagen. Wenn ein kluger General kämpft, muss er alleine mehr als seine gesamte Armee tun, nicht durch die Kraft seines Armes, sondern durch seine Umsicht, seine Art zu befehlen und vor allem durch seine List. Die Schlange war das listigste Tier im Garten. Das große Geheimnis und die Lösung aller Probleme besteht in der Kunst zu wissen, wie man bei Bedarf Spaltungen unter seinen Feinden schafft. Das Weite muss herbeigerufen werden. Und dieser letzte Satz übrigens ist wieder mal ein Beweis für die Echtheit des Jesuiten-Urschwurs. Nicht wahr? Du bist dazu berufen, um Feindschaft zu sehen in Ländern, in denen Frieden herrscht, denen es wirtschaftlich gut geht und die den Künste frönen und so weiter und so weiter. Das Weite muss herbeigerufen werden, der Vorteil muss auch aus Verlusten gezogen werden und Trägheit muss in Fleiß umgewandelt werden. Du musst in der Nähe sein, wenn der Feind glaubt, dass du weit entfernt bist. Du musst einen echten Vorteil haben, wenn der Feind glaubt, dass du Verluste erlitten hast. Du musst mit nützlicher Arbeit beschäftigt sein, wenn er glaubt, dass du dir eine Pause gönnst. Und alle Arten von Sorgfalt anwenden, wenn er nur wahrnimmt, dass du dich langsam bewegst. Wenn du ihn also aus der Bahn wirfst, lullst du ihn in tiefen Schlaf ein, um ihn anzugreifen, wenn er es am wenigsten erwartet, ohne dass er die Zeit hat, sich darauf vorzubereiten. In der Gesellschaft, in der wir leben, werden wir durch Unterhaltung und ablenkende sogenannte Bildung so eingelullt, dass wir so in Schlaf sind, dass wir den Angriff des Teufels überhaupt nicht bemerken. Da es für dich wichtig ist, mit dem Ort, an dem du kämpfen musst, völlig vertraut zu sein, ist es nicht weniger wichtig, dass du den Tag, die Stunde und sogar den Moment des Kampfes im Voraus kennst. Das ist eine Kalkulation, die du nicht vernachlässigen darfst. Du, der du an der Spitze einer Armee stehst, darfst also nichts übersehen, um dich der Position, die du einnimmst, als würdig zu erweisen. Wirf einen Blick auf die Mengen- und Dimensionsmessungen. Erinnere dich an die Regeln des Kalküls. Berücksichtige die Auswirkungen des Gleichgewichts. Überprüfe, was einen Sieg wirklich ausmacht. Sinne tief darüber nach und du wirst alle Werkzeuge haben, die du benötigst, um nie von deinen Feinden besiegt zu werden. Diejenigen, die die wahre Kunst der Truppenführung besitzen, sind diejenigen, die es gewusst haben und die wissen, wie man seine Macht absolut ausübt, die unbegrenzte Autorität erworben haben, die in der Lage sind, auf jeden Fall besonnen zu bleiben, egal wie verärgert sie sein mögen, die nichts mit Niederschlägen zu tun haben, die sich genauso ruhig verhalten, wenn sie überrascht sind, als wenn sie es tun, wenn ihre Handlungen lange im Voraus geplant wurden, die immer in allem handeln und dies mit einer Schnelligkeit tun, die in Wirklichkeit Frucht von Geschicklichkeit kombiniert mit großer Erfahrung ist. Die Stärke eines solchen Kriegers ist wie die jener großen Bögen, die nur mit Hilfe einer Maschine gedehnt werden können. Ihre Autorität hat die Wirkung jener schrecklichen Waffen, die aus Bögen geschossen werden, die so gestreckt werden, alles erliegt ihren Schlägen, alles wird zu Boden geschmettert.
Wenn du genau das tust, was ich dir gesagt habe, wird der Erfolg alle deine Schritte begleiten. Überall, wo du ein Eroberer sein wirst, verschonst du das Leben deiner Soldaten, bestätigst dein Land in seinen früheren Besitztümern und verschaffst neue, vergrößerst die Pracht und Herrlichkeit des Staates, und der Prinz und seine Untertanen werden dir für die süße Ruhe, in der sie fortan ihr Leben verbringen werden, ewig dankbar sein. Welche Güter könnten ihre Aufmerksamkeit und all ihren Bemühungen mehr wert sein? Charles Philip Stourton und John Carroll verließen Rom im März 1773 nach Flandern. Die Reise dauerte 4 Monate. Sie passierten Florenz, Genua, Lyon und Paris und erreichten Anfang Juli Lüttich. John brachte Charles Philip zurück zu seinem Vater, Lord Stourton. Er selbst ging allein zurück zum Jesuitenkolleg nach Brügge. Unterdessen präsentierte die British East Indian Company im Verlauf den Freunden des Königs in London einen Plan, der, gemessen daran, wie amerikanische Kaufleute in Rage bringen und sie unerbittlich auf die Rebellion zutreiben würde, der nur aus dem zanzuanischen Intellekt Lorenzo Riccis hätte entspringen können. Ich erlangte die Kunst, Feinde dazu zu bringen, sich nach meinem Belieben hin und her zu bewegen. Dieses Schema, dieser Plan, New England mit billigem Tee zu überschütten, ist das Thema unseres nächsten 18. Kapitels in dem Buch Herrscher des Bösen. Das beginnt mit einem Bild von König Georg III. Und das heißt die stimulierenden Effekte von Tee. Aber das, meine lieben Brüder und Schwestern, ist nicht mehr für heute, weil dieses 17. Kapitel dieser perfekt terminierten Reise von Charles Philip Stourton und John Carroll, der 26 Jahre an Jesuitenschulen ausgebildet wurde, der erste katholische Bischof in Amerika wurde, die erste römisch-katholische Diözese in Baltimore gründete 1809 und der 1899 Georgetown-Universität gründete, die Reise von diesen beiden Personen, unter anderem wohlweislich nicht hundertprozentig verbrieft, aber aufgrund der Fakten der passierten Taten geschichtlich nachweisbar heute deutlich nachvollziehbaren Reise, wo sie in Frankfurt ein Treffen hatten mit Meyer Amschel Rothschild und seinen Söhnen, das ist die Bombe, die dieses Kapitel so unglaublich wichtig macht. Eine Bombe in den Köpfen der Leute, dass sie endlich mal begreifen, dass die Rothschilds jüdische Banker sind, die sich verkauft haben zum Dienst an den römischen Antichristen. Das ist der Fakt, den wir aus dieser Lesung behalten müssen. Und aus dieser Lesung begreifen wir dann eben auch, dass es die Rothschilds waren, als Agenten des Vatikan, die hinter der Gründung der Federal Reserve 1913 standen und seitdem aufgrund des Gründen des Federal Reserve Systems mit diesem System unerschöpflich Geld geschöpft werden kann aus dem Nichts, was dafür sorgt, dass wir in der Welt leben, in der wir heute leben. Und aus dieser Welt gibt es nur einen Ausweg. Und dieser Ausweg heißt Jesus Christus. Und den finden wir in der Bibel. Und deswegen verbleibe ich bis zum nächsten Mal mit dem Hinweis, wie öfters schon vorher gesagt, lest eure Bibel. Maranatha.